Hallo zusammen. Ich bin nach ewig langer Zeit mal wieder im Windpark Biederbach mit der E103, E92 und der EP3. Zuletzt war ich Ende Juli hier, da befand sich die EP3 noch im Aufbau. Jetzt ist Ende Oktober. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, und fällt euch was auf? Da dreht sich doch was. Geile Scheiße, ey. Endlich. Die E103 und die E92 sind endlich am Netz. Ich habe ja echt nicht mehr dran geglaubt, dass das dieses Jahr noch was wird. Aber jetzt ist es soweit. Krass. Ja, die Anlagen wurden Ende 2019 errichtet. Ende Oktober, Anfang November 2019. Und standen, ja, bis diese Woche standen sie still. Und jetzt habe ich die Information bekommen diese Woche, dass sie endlich am Netz sind. Meine Güte. Ja, woran lag's? Ja, die Verlegung der Kabeltrasse hat wohl viel länger gedauert als erwartet. Ja, sodass die Mittelspannungsversorgung erst, ja, so im August fertig war. Und dann konnte erst die Inbetriebnahme stattfinden. Grund dafür? Ja, Reibungspunkte mit Anwohnern. Normalerweise wird das Kabel ja eingepflügt, aber hier mussten wohl auch Bohrungen gemacht werden, um das Kabel zu verlegen. Und deshalb hat das Ganze ein bisschen länger gedauert. Naja, ich meine, es ist auch klar, wenn ein Windpark komplett neu errichtet wird und die Kabeltrasse komplett neu verlegt werden muss, dann kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Als einem Bestandswindpark, wo jetzt Anlagen dazukommen. Aber ja, fand ich schon außergewöhnlich, dass die Anlagen jetzt fast ein ganzes Jahr stillstanden, bevor sie dann jetzt endlich in Betrieb gingen. Aber ja, jetzt bin ich echt happy, dass sie sich endlich drehen. Und ja, hier vorne sieht man die geile E103. Mann, was eine geile Anlage. Da muss ich jetzt direkt hin. Hintergrund die E92. Dreht sich ein bisschen schneller. Und hier weiter rechts dann die EP3. Die steht jetzt leider noch. Da fehlen noch Teile. Aber die soll dann auch in den nächsten Wochen endlich ans Netz gehen. Geil, da bin ich schon gespannt, wenn die sich endlich mal dreht. Ja, super schöner Herbsttag heute. Super Windbedingungen. Ich schätze mal, dass die Anlagen sogar auf Volllast laufen. Die hört man auch relativ laut bis hierhin. Ich stehe jetzt so, weiß nicht, 500 Meter entfernt. Und ja, die machen ganz schön laut. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal hinlaufen und mir das Ganze mal aus nächster Nähe anschauen. So, hier hat man jetzt einen sehr schönen Blick auf die E103 und die E92 in einer Reihe. Mann, ist das ein geiles Bild, ey. Die schönen Herbstfarben, blauer Himmel und die Anlagen sind endlich am Netz, ey. Habe ich so lange drauf gewartet und es sieht noch so viel geiler aus, wenn sie sich drehen. Krass. Ja, sehr guter Tag für die Windkraft. Super Windbedingungen. Ich könnte mir vorstellen, die Anlagen laufen sogar auf Volllast. Die geben echt richtig Gas. Ja, die E103, dachte ich eigentlich, dass die sich ein bisschen langsamer dreht, weil sie einen größeren Rotor hat. Aber die gibt echt richtig Gas. So eine geile Anlage. Ich finde das Design so Hammer. Die Rotorblätter sind echt einzigartig. Die hat nur die E103. Die hat nämlich keine Hinterkantensegmente. Bei den anderen Anlagen, E101, E115 und so weiter, sind ja die Hinterkantensegmente von dem eigentlichen Rotorblatt getrennt. Und hier ist das an einem. Das ist echt geil. Jo, die Anlagen hört man echt richtig laut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man die so laut hört. Die pfeifen ganz schön. Ja, die E103 hat eine Nabenhöhe von 108 Metern und die E92 hat 104 Meter.
sind also nicht so hoch. Aber ja, die stehen hier ziemlich exponiert. Da braucht man das nicht unbedingt. Ein anderer Grund war aber auch wegen der Luftfahrtsicherung, dass es da Einschränkungen gab. Naja, ja, und die rote Markierung ist auch ein bisschen höher als 40 Meter, haben einige kommentiert. Ja, das kann man eben machen, wenn ja, die Anlagen ziemlich bewaldet im Gelände stehen, dass man die rote Markierung höher setzt, dass man das besser erkennt. Ja, ich laufe mal zur E103 hin und schaue sie mir mal von nahem an. So, hier sieht man die E103 nochmal schön in voller Größe. Mann, ich bin so begeistert. Das ist so eine Hammeranlage. Und es ist einfach so geil, wie sie sich dreht. Das sieht so majestätisch aus. Krass, ey, ich bin echt begeistert. Ja, hier hinten sieht man noch mal schön die EP3. Da werde ich gleich auch noch mal hinlaufen. Und hier hinten die 92. Die läuft sogar ein bisschen langsamer als die E103. Krass. Hammer. So, jetzt stehe ich direkt unten drunter. Mann, macht die Umdrehungen, ey. Geil. Und schaut euch mal das geile Rotorblattdesign an. Das finde ich echt der Hammer. So geil, die Flüge. Krass, mit den Wolken sieht es echt aus, als ob sie gleich auf mich draufkippt. Mann, läuft die geil, ey. So, hier sieht man das Flügeldesign noch mal schön von der Seite und auch das abgeflachte Maschinenhaus. Gefällt mir ja persönlich eigentlich ziemlich gut. Geil, ey. Ich finde es so Hammer, wie die Anlage sich dreht, ey. Dass die so Vollgas gibt. Ja, die E103 hier ist eigentlich eine echte Rarität. Also neben dieser Anlage hier kenne ich nur noch die E103 in Frauenpriesnitz, die ich bei YouTube gesehen habe. Aber ansonsten sieht man die echt nicht oft. Im Ausland sieht man sie öfters. Vietnam, Kanada, Schweden. Aber hier in Deutschland. Es ist echt eine Rarität. Von daher finde ich es sehr geil, dass die Anlage hier steht. So, jetzt bin ich hier bei der E92. Die gibt gerade Vollgas. Alter, hört euch das Geräusch mal an, ey, das Pfeifen, das habe ich noch nie gehört. Krass, ey. Wahnsinn. Ja, die 92 ist echt schon eine geile Anlage. Die haben mir in der Schweiz schon super gut gefallen. Aber jetzt mit der roten Türmarkierung und den zwei roten Spitzen an den Flügeln gefällt es mir doch schon ein bisschen besser. Das Flügeldesign finde ich auch super. Ja, die Baustelle, wie auch bei der 103er, jetzt wieder schön aufgeräumt. Sieht sauber aus. Den ganzen Dreckhügel hier mal beseitigt. Da wird dann wahrscheinlich auch wieder aufgeforstet, nehme ich an. Jetzt läuft sie wieder ein bisschen langsamer, jetzt pfeift es nicht mehr so. Aber ist echt ja, geiles Wetter. Sieht auch super schön aus mit den bunten Herbstfarben.
hier überall. Ja, echt schön heute. So, hier sieht man jetzt die E138 EP3 in voller Pracht. Alter, ich find's so krass, ey. Man hört die E92 bis hierher. Das hört sich echt an, wie ein Feueralarm. Das ist echt der Hammer, ey. Ja, als ich das letzte Mal hier war, befand sich die EP3 gerade im Aufbau. Da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Könnt ihr euch gerne anschauen. Zwei Flügel waren damals montiert. Ja, und jetzt ist sie fertig. Der Riese, ey, mit ihren 160 Metern Nabenhöhe. Ja, die steht jetzt ein bisschen tiefer als die E103 und die E92. Deshalb auch die hohe Nabenhöhe, um ja, den Ertrag rauszuholen. Eigentlich, ja, die EP3 momentan meine Lieblingsanlage von Enercon. Hier sieht man auch noch mal schön das neue Design des Maschinenhauses, dem Mini-Maschinenhaus und dem riesen Ringgenerator. Das hier ist jetzt eine 4,2-Megawatt-Anlage, hat auch schon die neue Kugelnarbe. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Ich finde eigentlich die größere Narbe schöner. Naja, aber dadurch spart man halt auch noch mal Kosten. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass sie sich vielleicht auch schon dreht, aber ja, da fehlen noch Teile, habe ich gehört. Und ja, aber in den nächsten Wochen wird sie auf jeden Fall auch ans Netz gehen. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal herkommen und sie mir nochmal anschauen, wenn sie sich dreht. Da bin ich echt super gespannt. Geile Anlage, ey. Ein Riesenkoloss. So, ich stehe jetzt hier nochmal unter der E138 EP3. Und da ist es, das Monster. Krass, ey. So riesig. Der rote Durchmesser ist echt der Hammer. Bin so gespannt, wenn die sich endlich dreht. Sieht bestimmt Hammer aus, wenn die Rotorblätter dann hier vorbeizischen. Hier nochmal das Design, dem Riesengenerator und der Mini-Kugelnarbe. Ich glaube, ich schon öfters erwähnt, dass ich das cool finde. Echt beeindruckend. Ja, von hier aus sieht man dann auch die anderen beiden Anlagen nochmal schön. Hier die E92. Und hier drüben die E103. Hier sieht man auch nochmal schön das Flügeldesign. Und ja, das abgeflachte Maschinenhaus. Cool. Ja, ich werde jetzt mal zu meinem Lieblingsaussichtspunkt laufen hier im Windpark und werde von da nochmal filmen. So, ich bin jetzt wieder hier an meinem Lieblingsplatz im Windpark, dem Hühnerseedelturm. Einem Aussichtsturm mit super Blick auf die Windräder und den umliegenden Schwarzwald. Ja, hier bläst der Wind abartig. Ich hoffe, ihr versteht mich. Hier kann mein neues Puschelmikrofon mal zeigen, was es kann. Ja, super schön zu dieser Jahreszeit mit den bunten Farben. Hier hinten sieht man nochmal die Türme für den neuen Windpark Hohenlohen mit den EP3. Eine EP3 von vier ist bereits fertig. Ja, aber es wird jetzt natürlich immer schwieriger mit dem Aufbau wegen den Herbststürmen. Freue ich mich immer drüber. Und dann sehen wir uns wieder am nächsten.